Einmal noch. Hier hinten sind auch noch Items, ne? Und jetzt habe ich eh schon keine Seelen mehr. Abfahrt. Alter, hat Janni auch voll korrekt. Ja, jetzt gucken wir den ganzen See ab. Ist mir egal. Kann mir auch nochmal so ein Drachenblutsoldat entgegenkommen. Ich habe da gar kein Problem mit. Auch langsam echt mal ein paar mehr Tränke mitnehmen, anstatt die ganze Zeit nur mit 6 rumzulaufen. Was geht hier? Die Sichel ist nice. Den Schmiedestein nimm mal mit. Bitte. Ah! Ja, ich glaube, ich bin hier dann, ne? Na, ich glaube, das war's. Niki hat recht, oder bei mir rauchen schon 12-Jährige oder so. Ja, Janni, es ist gottlos. Das ist ja das Problem. Ab 10, 11, 12 Jahre alt, eigentlich normalerweise so 13, 14, alles Jahr wird ja immer früher, geht es nicht mehr darum, sein eigenes Leben zu leben, sondern immer nur erwachsene Dinge zu tun. Und als Kind ist man ja noch so dumm, dass man denkt, dass wenn man raucht, dass man erwachsen ist. Ne? So. Oder cool oder so. Wir holen uns die ganzen Items, Jungs. Ja, aber es hat mir in der Schule extrem geholfen, weil ich war nie dumm, konnte mich halt nicht konzentrieren. Das ist halt oft das Problem, Bruder. Die sind halt auf keinen Fall Jungs, die dumm, die Jungs, die halt irgendwie ADHS oder hyperaktiv sind, so. Die sind auf keinen Fall dumm. Die sind meistens sogar noch mal ein bisschen schlauer als so normale Denken, ne? Weil die halt einfach mit 10.000 Gedanken gleichzeitig dauerhaft handeln müssen, Bruder. Das war dumm. Ich bin einfach immer mehr nochmal von der Jugend. Ja, und ja, die Ausbildung. Irgendwann werde ich mitbekommen. Ja, besser ist, dass du nicht mehr das Scheiße mitmachst, ja? Jeder probiert sich mal aus, Bruder. Aber es gibt für alles die richtige Zeit. Und das muss nicht sein, wenn du gerade 14, 15, 16 Jahre alt bist. Mit 16 kannst du vielleicht mal ein Bier trinken oder sowas. Weißt du, da schon mal anfangen reinzugucken. Aber man braucht ab da nicht direkt zu übertreiben, Bruder. Weil jetzt normal sterblicher, deutscher, jugendlicher ist normalerweise, du bist 16 Jahre alt, ab dem Moment ist Party. Bis du 21 bist oder sowas, Bruder. Bis du deine Ausbildung fertig hast. Und das ist, glaube ich, kein Normalzustand. Das ist auch vor allem kein Zustand, den man irgendwie erstreben sollte. Zu schwänzen und beim Hauptbahnhof sich mit Junkies hier hinzuspielen. Oh, wir sind aber fast am Ende schon. Können wir noch einmal da lang gehen? Also einmal straight im Endeffekt. Da nochmal diesen Berg hoch, den Tower, und dann können wir hinten reingehen. Abfahrt. Ja, Niki, das ist hardcore, Digga. Aber dann hast du ja schon mal dieses krasse Negativbeispiel, dass du irgendwie nicht mal ansatzweise in diese Richtung gehst. Ehren hat, achso, ja, warte. Digga, das geht aber heute schnell. Ehren hat, beigesagt, dass wir uns alle Snooze auf dem Tisch haben. Hast du auch Snooze auf dem Tisch, Janni, oder nicht? Labert sie scheiße oder nicht? Das Ding jetzt eigentlich drücken? Immer noch nicht. Das ist ja frech.
bin noch 10. Ach, alles klar, Digga. Also diese 3 Jahre waren halt Hälfte wirklich Krankenhaus. Aber jetzt ja, das vor allem stellen sich irgendwann auch darauf ein, dass es einfach deren normales Leben ist, ne? Ich bin hier süchtig, deswegen dies, deswegen Psychiatrie, deswegen das. Nimm dir ein Beispiel daran, dass du niemals in diese Richtung gehst. Das bist halt Rex. Digga, jedes Mal, wenn er in die Party kommt, macht er seine Stimme extra ein bisschen tief, Digga. Damit man ja denkt, er wäre 35 oder so. Aber der Typ ist eigentlich 14 Jahre alt und hat einfach schon... Nein, ich hätte drauf stehen bleiben sollen. Oh, Bruder, ich hoffe, dass ich da oben noch lang kann. Klasse, einer mit was müssen wir sagen. MDMA? Ausgebildet. Besser ist das, Bruder. Wenn auch MDMA auf einmal. Nicht mal getroffen, so frech. Ja gut, das ist der letzte Place, wo wir hoch müssen. Einmal straight durchlaufen, scheiß drauf. Als ob ich tiefer lebe. Hast du nicht auch früher Drogen verkauft? Ja, ja, leider. Leider, Digga. Aufgenommen, Taco. Ja, ja. Nehmen wir. Ich habe mich vor allem lustigerweise gestern noch mit meinen besten Kollegen nochmal drüber unterhalten, so. Über die Zeit, was da früher abging, weil ich war ja mit ihnen eigentlich immer am Machen, so, ne? Immer zu tun und immer zusammen unterwegs. Er hat zwar nie was genommen, außer ab und zu vielleicht mal, aber niemals in diesem Ausmaß wie ich, Digga. Der war auch niemals süchtig, gar nichts, Bruder. Komplett cleaner Mensch eigentlich. Wenn er Scheiße gebaut hat, nur wegen mir. Und ich hatte da eine Zeit lang, wo ich halt auch am Verkaufen war und so Sachen, wo ich immer mit Taxi überall hin und gefahren bin. Und ihr könnt euch ja denken, wenn man überall mit einem Taxi hinfährt, dass das enorme Kosten irgendwann sind. Enorme Kosten, die du halt eigentlich als Normalsterblicher... So, in meinem Alter vor allem damals eigentlich nicht handeln kannst. In meinem Kopf ist das immer so, das waren so 3 Monate oder so, vor allem, wo ich auch voll süchtig war. Also 3 Monate, lass nicht mehr gewesen sein. Und jedes Mal, wenn ich mich mit mir unterhalte, sagt er, Bruder, das waren keine 3 Monate. Das waren mindestens ein Dreivierteljahr, ja. Ja, und es in meinem Kopf, ich war halt voll auf Pokermucker. Und ich hab das halt gar nicht realisiert, Digga, wie lange das alles damals war, weißt du? Und du hast ja auch ganz nach nur einen Tag gelebt, Digga. Irgendwie 5 Tage lang am Tag immer wach bleiben, am Stück. Und dann einen Tag komplett durchschlafen. Ach, Digga, ich bin schon wieder tot. Mann. So ein Schmutz, Digga. Normal, die man als Normalsterblicher im Jahr. Ich sag mal so, wenn du Arzt bist, bist du kein Normalsterblicher mehr, Digga. Mit 2000 netto normalsterblich. Obwohl mit 2000 netto könntest du eigentlich auch schon. 10 Tode gleich Sub. Da bist du aber ein falsches Stream, Bruder. Das muss ich schon vorher ankündigen, Digga, ne? Sonst, Hast du auch Minderjährige verkauft? Weil du hattest mal gesagt, du warst halt Aiki. Ah. Ja, gut, nein, ja, ja, hast du eigentlich recht. Aber nee, habe ich nicht gemacht, oder? Ich sag mal so, es kam bestimmt mal irgendwie auf Party, also ohne, dass man das gewollt hat vor, so, ne? Weil, wenn es mal schnell gehen muss, achtest du nicht auf alles oder irgendwas, Bruder. Aber an sich habe ich mir für die Sachen auch immer Zeit genommen, wollte das immer ordentlich machen, alles. Und vor allem auch darauf achten, dass mich keiner erwischt dabei. Also... Habe ich mir auch Zeit genommen, damit, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten getroffen habe, die was haben wollten, dann merkst du dann halt am meisten halt, ob die erwachsen sind oder nicht, oder zumindest volljährig. Und ich habe halt auch schon zu Leuten gesagt, die halt auf keinen Fall volljährig sind, dass das nicht klar geht, Digga. Ich kann zum Beispiel jemanden, der war. Oder ich so, erst mal kurz die Gnade und dann gehe ich da gleich hoch. Ja, war so, ich glaube, der war 16. Und irgendein Kollege von mir hat den immer angeschleppt, so. Und ich sag schon zu ihm, Digga, das geht auf jeden Fall nicht klar, dass du den mal mitbringst, Digga, das ist nicht cool, so, ne, weil.
Oder wir chillen da, wir machen halt Sachen so. Na klar, er macht die Sachen da mit, aber ich chill da. Ich finde das schon halt überhaupt nicht geil, dass er die Sachen mitmacht, so. Weißt du, meine? Er hat niemals was von mir bekommen, gar nicht, Bruder. Aber er dann halt auch nach kurzer Zeit eigentlich auch schon so angefangen, so, ey, Marek, kann ich nicht bei dir auch vorbeikommen? Ne? So, wenn was ist, muss ich nicht immer mit ihm vorbeikommen, so, ist auch einfacher für uns alle. Ich sag, Digga, ich sag dir, Bruder, wärst du 18, wär's gar kein Ding. Aber in dem Alter jetzt, nein, Digga, einfach nein. Ja, warum? Ich sag, erstmal bist du minderjährig. Und zweitens, ich kannte seinen großen Bruder und auch sehr, sehr gut so. Bruder, das wird jetzt... Close, Digga. Dann war das von vornherein sowieso vom Tisch, Digga. Und, sag ich auch zu ihm, sag, Digga, was machst du auch überhaupt keinen Kopf über deinen großen Bruder, dass der irgendwie was sagt oder irgendwas mitbekommt? Ja, ich bin sehr gut mit ihm und ich sag dir ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, ich sag ihm das, dass du hier warst. Ja, nee, der macht das ja selber und also mit dieser Einstellung halt, ne, so von wegen, ja, er macht das auch, also kann ich das auch easy machen. Aber Jungs, das heißt nicht nur, weil andere Leute ihr Leben reinscheißen oder verbauen oder, ne, scheiß drauf sagen, heißt es nicht, dass ihr das auch machen müsst. Und das heißt auch nicht, dass die Leute schlau sind, auch wenn sie eure großen Brüder oder großen Cousins oder kleinen Cousins auch oder irgendwas sind, Onkel, irgendwas. Ja. Aber nee, Digga, ich hab da auf jeden Fall schon drauf geachtet. Vor allem, wo ich dann später mit den härteren Sachen gemacht habe, weißt du, bei Gras so, ne, kann man vielleicht nochmal ein Auge, also ich nicht, aber manche Leute, oder viele Leute haben da auch mal ein Auge zugedrückt, Digga. Aber jetzt bei den härteren Sachen auf keinen fucking Fall, Digga. Ich will nicht irgendwie die Nachricht bekommen, dass irgendwer im Krankenhaus gelandet ist und am Ende bin ich raus, dass ich derjenige war, der denen dann irgendwie was gegeben hat, weißt du, ich meine. Na klar, die sind alle für sich selber verantwortlich so, aber irgendwie bist du ja doch derjenige, der den Leuten die Sachen dann gibt. Immer wenn ich diese Talks höre, ne, dann erinnere ich mich daran, dass ich halt schon vor langer, langer Zeit mein erstes Real-Life-Story-Video hochladen wollte. Oh nö, Bruder, ich bin voll verseucht. Was soll ich denn jetzt mit dir hier machen? Ey. Hol mir kurz das Item und dann können wir gleich nochmal quatschen. Oh, Neuner. Da lag aber nichts mehr, ne? Oh, soll ich den da oben machen? Das wäre noch wieder... Ja, komm, wir machen den. Wir machen den ab. Hauptsache bloß keine Scharlachfäule ein. Set. Janni, ich meine nicht nur bei deinem Apex-Stream, Digga. Ich meine auch, wenn du hier in der Party bist oder so, ne? Oder Gamechat oder sowas. Oder Discord. Fall Guys und so. Oben negen einfach los. Man gibt Geld für Schaden am Körper aus, genauso wie bei Zigaretten. Da hast du vollkommen recht, Digga. Das ist halt leider auch mit Medikamenten, also nicht nur mit Drogen, auch mit den Medikamenten im Endeffekt. Das habe ich, glaube ich, in Elotrix-Stream gestern gehört. Du tauscht deine Gesundheit. Was, wie war das? Du tauscht. Deine Gesundheit für Zeit ein? Irgendwie sowas? Ich glaube so war das. Also von wegen. Dass jedes Mal, egal was du nimmst, ob es Drogen sind oder auch irgendwelche Medikamente oder irgendwas, dass du immer die Zeit. Also deine Gesundheit gegen Zeit eintauscht im Endeffekt, Digga. In dem Moment geht's dir gut. So, du hast keine Schmerzen mehr oder irgendwas, Digga. Dann bist du auch für den Moment high oder so, wenn wir von Drogen reden. Aber das wirst du später alles in deiner Gesundheit merken. Dadurch hast du dann auf jeden Fall auch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich weniger Zeit konsumiert und dann Geld braucht, kommt da, denke ich, relativ schnell rein, denke ich. Nasenspray. Und Nasenspray ist auch behindert, Digga, ohne Spaß. So viele Leute schon gehabt, die einfach Nasenspray-süchtig waren. Dumm, Digga. Ich will schon fast sagen, noch dümmer als Zigaretten, Digga. Aber es geht nichts über die Dummheit von Zigaretten. Nix. Ja, und Taco hast natürlich auch recht, ne? Wenn man mit Drogen hantiert, ist das halt, ne, ist der Schuss nicht mehr weit, bis dann man selber mit irgendwelchen Sachen anfängt, ne? Sachen zu dealen oder mit zu den Leuten abzuhängen oder was weiß ich. Das dicken Schwerter, die mag ich gar nicht. Einfach hops genommen.
Digga, 1000? Das ist ja frech. Was ist das Schwert? Alabaster für ist ein Schwert. Das ist ein Großschwert? Ja, 16 Stärke habe ich noch. Gut, haben wir den auch geklärt. Ich sag mal so, das ist ja auch schon ganz normal, Digga. Vor allem, wenn du mit Drogen hantierst, Digga, und irgendwann in diesem Ausmaße, dass du halt Geld brauchst, das Geld, was du an sich hast, nicht mehr für die ganzen Sachen ausreichst, die du brauchst. Fängst an, Sachen zu verkaufen, dann kommst du immer mehr rein in die ganzen, ne, Sachen. Am Anfang findest du das sogar noch cool, weil es ja läuft und bla und Geld da ist und irgendwas. Entweder wirst du durch die Drogen gepickt oder durch die Polizei oder durch Freunde. Weil du kannst auf einmal auch keine normalen Freunde mehr haben, weil alle, weil vor allem kriegst du irgendwann das Gefühl, dass alle irgendwie was nur von dir wollen. Oder nur ankommen, wenn sie was von dir wollen. Also im Endeffekt Drogen. Oder, dass halt irgendwann voll misstrauisch wirst. Halt so unmenschliche Sachen, paranoid und so eine Sache, weißt du, was ich meine? Und meine Go-To-Sachen waren damals immer Koks und Weed, Digga. Und wenn du das beides zusammennimmst, dann ist halt eigentlich schon klar, dass du halt paranoid ist, Fakt wirst, ne? Und ich bin heute noch paranoid. Report, heute noch paranoid. Pause kann ich mir nichts kaufen. Und nie Nasenspray benutzt, ich kann, warum. Ich kann, warum man es benutzen will. Ich kann verstehen, warum man es benutzen will, aber keinen Bock auf Sucht. Weil es sich geil anfühlt und am Ende nicht mehr Nasenspray durch die Nase atmen kann. Oder es ist ja nicht, dass es sich geil anfühlt. Es fühlt sich komplett scheiße an. Es ist dieses Geschmack im Endeffekt. Weil auch wenn du irgendwas hier an der Nase hinten hast, kennt ihr das so? Ihr riecht irgendwo was und der Geruch ist so stark, dass ihr das schon fast schmeckt. Das ist ja im Endeffekt Nasenspray. Du sprühst dir das so tief in die Nase, dass du das einfach schmeckst, Digga. Und dadurch hast du ja so ein kleines High, so ein bisschen aufgedrehter, sowas in der Art. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute an Nasenspray hält. Es gibt immer so diese Sachen, Digga. Bei Weed ist es zum Beispiel, dass die Leute sich geborgen fühlen, ne? Dass die Leute, dass die ruhiger sind, gechillt, so. Das ist ja das bei Weed. Bei Heroin ist das, dass es dir so warm wird, dass du so eine Wärme auf einmal fühlst, so. Out of nowhere. Bei Koks ist es meistens, dass du halt der Geilste auf einmal bist, so voll aufgedreht, ich bin Hike und voll wach. Bei Pep ist es halt meistens einfach nur wach, weil Pep ist einfach scheiße. Oder hör mal auf, Emote zu machen! Was gibt's noch? Ja, reicht ja auch eigentlich schon, ne? Reicht ja auch komplett. Kann aber nicht mehr durch die Nase atmen, weil meine Polypen zu groß sind. Kann man da nicht irgendwie helfen? Von wegen operieren lassen oder so? Oh, warte mal, wir können unsere Freunde rufen. Edith. Na rein in Maria. Ich aufhöre auf zu boxen. Mit 5 Leuten. Easy. Hab einen in der Klasse, der kifft manchmal in der Mittagspause und ist danach mies down. Wenn er anspricht, wird er mies aggressiv. Ey, was ist das denn? Das ist ja komplett dumm, ey. Mädels, auf jeden Fall eben schon wieder geil hier. Haut damit einfach. So ein Defen schmeckt. Die Waffen von den Jungs sind immer nice. Das ist ja gottlos, Niki, ey. Das hält nur 1,5 Jahre. Ja, und Janni, bist du dir sicher, dass er kifft? Das hört sich überhaupt nicht nach Kiff, Mann, Digga. Vor allem, wenn er aggressiv danach wird, Digga. Ich hab schon wieder Scharlach, Freunde.
mein bester Freund gerade, warum? Du bist so ein netter Mensch. Oder was geht hier ab? Oh! Was geht hier ab? Nein, er ist fast tot. Er ist fast tot. So knapp! Gehen wir da nochmal rein, ohne Scharlachsucht, Leute. Man muss zum Beispiel auch jede Woche zweimal Fingernägel schneiden, damit die clean sind. Was? Ja, aber auch nur bei mir, weil meine Haare wachsen auch schon in der Fingernägel alles. Ich weiß nicht, wie das heißt. Du hast eine Krankheit, dass alles bei dir schneller wächst? Aber der ist nicht mehr so aggressiv, sondern meistens geschädigt. Trotzdem stapelt der sich hoch und ist dann ein bisschen wütend. Er ist weird as fuck, Digga. Kannst du mir auch einfach mal in sein Gesicht sagen, dass Rex gesagt hat, dass er weird as fuck ist. Ich glaube, da bin ich tot. Vererbt. So was. Gendefekt will ich jetzt auch nicht sagen, aber es liegt bei euch in den Genen, oder was? Hat das deine ganze Familie oder nur einzelne Leute? Ich gehe nochmal ganz kurz auf Toilette, ja? Ich bin gleich wieder da. Bei der Gruppe, also weiß, wo die hingehen und was sie machen. Ah, okay, alles klar, ja. Manchmal hört man ja nur so Geschichten vom Schulhof, so, weißt du? Mein Vater hat das nur. Und dann hoffe ich mal, dass seine Kinder das nicht haben werden, ne? Ich bin gleich wieder da, ja? Wieder da, Mädels! Wo waren wir? Nicky, einfach super krass. Ich schwöre, Digga. Also schlimm ist auch nicht übertrieben, aber es ist halt auch gut selten, zum Beispiel mein Handgelenkbruch, dass das viel schneller verheilt. Bruder, oh Spaß. Nicky, der schnell wachsende. Fast Grow Nicky, Digga. Machen wir das denn jetzt? Guck mal, wir holen erstmal die Rex Army. Wir wissen ja jetzt. Sowas von Bad Trip, Alter. Was ist das denn? Digga, die haben die Mutter von meiner Mutter gefickt. Was ist das denn? Meine Mom sagt halt aber auch Cannabis, nicht Cannabis. Wenn meine Mom so eine Sache sagt, Digga, ist auch immer ganz, ganz weird, Digga. Ganz, ganz weird, Digga. Marihuana? Oder Gras? Oder Hasch. Ganz, ganz weird, Digga. Ganz, ganz weird. Versuch Nummer 2. Digga, das ist voll gefährlich. Hör mal auf! So. Muss weg. Oh, Digga. Und dein Scheißgesicht. Auf ihn rauf. Wie geht jetzt? Ich brauch die andere. Genau die. Wir machen wieder Kamehameha auf den Typen. Pass auf. Ja, ja, nicht nur die. Glück nicht. Ist da nicht so drin. Besser ist das, Dick. Besser ist das. Bisschen Ahnung ist schon nicht schlecht, ne, damit man ungefähr weiß, was bei den Kindern abgeht. Ah, zu viel Ahnung wird auch nicht.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte lieber meine ganzen Drogenkenntnisse gegen irgendwas Sinnvolles eingetauscht, Schwitor. Oder wir machen Kamehameha. Bruder, geh weg. Kame! Fahr, Digga! Da geht eigentlich mehr, ne? Das. Der Kamehameha interessiert ihn gar nicht, Digga. Gar nicht. Digga, was ist eigentlich mit diesem Deo-Spray? Ich habe da letztens eine TikTok von gesehen. Er hat irgend so ein Typ unter einer Brücke 20.000 Deo-Flaschen gefunden und voll so, ja, die Jugendlichen voll auf Deo oder was? Deo, ich habe alles mitbekommen. Jetzt mal Real Talk, ich kenne mich übelst aus mit der Scheiße. Ich habe aber noch nie Deo gehört. Einzige, was wir damals mit Deo gemacht haben, so Härtetest, Digga, weil wir ja die harten Jungs, coolen Jungs waren, haben wir Deo geschüttet und einfach die ganze Zeit auf eine Stelle gesprüht. Und irgendwann kriegst du dann einfach ein wie heißt das? Ein Frostbrand? Brauchst Super Saiyajin Form. Ey. Ich mache erstmal alles andere, bevor den Wichser da unten erreicht. Ehrlich, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Der mobbt mich, Mama. Einhändig, Digga, einhändig. Einhändig. Gar nichts hingetroffen. Das mit Kate Spray hat vorhin gemacht, aber danach weggemacht. Janni, der ist wichtig, ey. Ah, Janni, war ein nicer Talk am Ende. Kuss, das war was, hau ein. Wir machen erstmal die anderen, Jungs. Erstmal die anderen. Komm mit. Lass dich inhalieren, Karl, wenn du Drogen meinst und nie gehört, aber das ist ein Scheiß, wie man macht. Digga, ich hab. Also in der Story hat irgendwer untergeschrieben bei den Kommentaren, dass sie sich das in den Hals spülen. Das ist voll ekelhaft. Ach ja, die beten die Gottheit der Fäulnis hier übrigens an, ne? Falls euch wundert. Heilige Gott, richtig schön. Richtig schön, rein in die Maria, los! Oh, da liegt was für mich. Neuner? Das ist wieder zu viel. Dick. Digga, der R2-Move, der ist so strong. Hat einer von euch im Chat schon mal diese Deo-Scheiße probiert? Ich hoffe nicht, Digga. Hat aber auch kein Rangers-Ding, ne? Fünfer? Eine Küche. Skorpionstachel. Nee, Mädels, komm zurück. Nicht auflösen, alles gut.